Eine Buckelwalmutter und ihr Neugeborenes. Das ist die Geschichte der ersten 12 Monate im Leben eines Buckelwalmbabys. Das Kleine hat genau ein Jahr lang Zeit, um von seiner Mutter alles zu lernen, was es zum Überleben in den Weiten des Ozeans braucht. Wir begleiten die Mutter und das Junge auf ihrer Reise durch den Nordpazifik. Von den warmen Gewässern vor Hawaii zu den von Eisbergen übersäten Buchten Alaskas. Es ist eine Reise zwischen Feuer und Eis. Im Pazifischen Ozean sind nach wie vor die urtümlichsten Kräfte der Erde am Werk. Es sind Bilder wie aus den frühesten Tagen unseres Planeten. Geschmolzenes Gestein dringt an die Oberfläche und erschafft inmitten der kochenden See neues Land. Hier auf Hawaii bestimmen zwei der aktivsten Vulkane der Welt die Szenerie. Die Inseln sind aus Feuer geboren. Kinder der Vulkangöttin Pele. Das Tropenparadies von heute ist das Ergebnis von 70 Millionen Jahren vulkanischer Aktivität. Mehr als 3000 Kilometer vom nächsten Festland entfernt ist Hawaii einer der entlegensten Orte der Welt. Und so dienen diese gewaltigen Klippen inmitten der Weiten des Ozeans als Orientierungspunkt und Zufluchtsstätte. Ein Ort, an dem Wanderer, die den ganzen Ozean ihr Zuhause nennen, für 6 Monate Schutz finden. Oft verschwindet die glühende Lava, die aus dem Inneren der Erde aufsteigt, hinter einem Vorhang ätzender Salz- und Schwefelsäurehaltiger Tröpfchen. Das mehr als 2000 Grad heiße, geschmolzene Gestein ergießt sich unaufhaltsam ins kühle Meerwasser und erstarrt nach wenigen Momenten zu dunklem Basalt. So unwirtlich die Küste auf den ersten Blick auch wirken mag, hier liegt das Winterquartier der Buckelwale. Jedes Jahr versammeln sich vor den Inseln Hawaiis zwischen 3.000 und 5.000 dieser Giganten. Das sind ungefähr 2/3 der gesamten Buckelwalpopulation des Nordpazifiks. Es ist ein immer wiederkehrender Zyklus. In den subtropischen Gewässern vor Hawaii finden Weibchen ihre Gefährten, um 12 Monate später ebenfalls hier ihre Jungen zu gebären. In den geschützten Buchten auf der windabgewandten Seite der Inseln kommen jedes Jahr bis zu 300 Buckelwalbabys zur Welt, sofern man ein Neugeborenes von 1,5 Tonnen Gewicht als Baby bezeichnen kann. Wie dem auch sei, dieses Junge ist jedenfalls ein Weibchen. Gleich nach der Geburt hebt die Mutter das Kleine vorsichtig mit der Schnauze an die Wasseroberfläche.
Und sobald es die frische Seeluft spürt, holt es zum ersten Mal tief Atem. Während der ersten Stunden bleibt die Walmutter immer in unmittelbarer Nähe ihres Jungen, um es, falls nötig, wieder an die Wasseroberfläche zu bugsieren. Aber es dauert nicht lange und das Kleine fühlt sich in seinem Element sichtlich wohl. Es beginnt mit seiner Mutter zu spielen. Das Spiel ist aber kein Selbstzweck, sondern ein Überlebenstraining, bei dem das Junge jede Bewegung der Mutter kopiert. Buckelwale haben die längsten Brustflossen aller Walarten und wissen, wie man sich damit bemerkbar machen kann. Ein Schlag aufs Wasser ist kilometerweit zu hören. Das Kleine versucht sein Bestes, um es seiner Mutter gleich zu tun. Aber es hat seinen Körper noch nicht so ganz unter Kontrolle. Geduldig macht es ihm seine Mutter immer und immer wieder vor. Es wird noch eine Weile dauern, bis das Junge die Technik perfektioniert hat. Das Kleine ist ungefähr 4 Meter lang und ernährt sich ausschließlich von Muttermilch. Diese fettreiche Milch ist so nahrhaft, dass das Junge in den ersten Wochen 40 Kilo pro Tag zunimmt. Mutter und Kind haben ständigen Körperkontakt, denn das Kleine muss nicht nur gesäugt, sondern auch beschützt werden. Dazu kommen die täglichen Trainingsstunden. Ein kräftiger Schlag mit der Schwanzflosse ist eine gute Möglichkeit, seine Anwesenheit kundzutun. Aber wenn Buckelwale wirklich Aufmerksamkeit erregen wollen, haben sie noch eine effektivere Methode. Breaching nennen Walforscher das Verhalten, bei dem sich die Tiere beinahe zur Gänze aus dem Wasser wuchten, um dann möglichst laut auf die Oberfläche zu klatschen. Und um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, muss der Wal Anlauf nehmen. Spielerisch, ja geradezu ausgelassen, erlernt das Kleine Fähigkeiten, die es später im täglichen Überlebenskampf brauchen wird. Die Flossen des jungen Weibchens haben noch nicht ihre endgültige Färbung. Doch schon bald wird vor allem die Schwanzflosse mit hellen Flecken übersät sein, die eine eindeutige Identifizierung jedes einzelnen Wals möglich machen. Das ist eine der Hauptaufgaben der Walforscher, die vor Hawaii das Verhalten der Giganten studieren. Dan Solden ist einer dieser Wissenschaftler, die mit Fernglas und Fotoapparat den Geheimnissen der Buckelwale auf der Spur sind. Die Aufnahmen der Flossen sind bei unserer wissenschaftlichen Arbeit der Schlüssel zum Erfolg. Die Flossen der Buckelwale sind wie der Fingerabdruck beim Menschen. Keine gleicht der anderen. Die Unterschiede sind Folgen kleiner Verletzungen oder einfach genetische Varianten. Dazu kommt, dass jede Flosse eine andere Form und ein besonderes Muster hat, das von völlig schwarz bis ganz weiß reichen kann. Anhand der Narben und des fleckigen Musters kann man jedes Tier identifizieren. Wir verwenden bei der Analyse der Fotos Techniken, die auch bei der Untersuchung menschlicher Fingerabdrücke verwendet werden. Die Bilder einer Brust und der Schwanzflosse eines Buckelwals sind sozusagen ihre Passfotos.
Wo auch immer dieser Buckelwal auftaucht, die Wissenschaftler wissen ganz genau, um wen es sich handelt. Unser kleines Weibchen hat sehr dunkle Brustflossen. Bei diesem jungen Männchen sind sie hingegen fast weiß. Wenn es ausgewachsen ist, wird es die längsten Gliedmaßen der Welt sein eigen nennen. Seine Brustflossen sind dann mehr als 5 Meter lang. Das entspricht einem Drittel seiner Körperlänge. White-haired guy, there's another one right over here. Yeah, this white-haired one here. I think that's him. Mit derart langen Gliedmaßen wirken die Buckelwale ein wenig linkisch, wenn sie langsam dahin gleiten. Doch die mächtigen Brustflossen machen sie zu extrem wendigen Schwimmern. Und durch diese Manövrierfähigkeit sind sie so manchem potenziellen Feind überlegen. Denn hier gibt es Haie. Viele Haie. Graue Riffhaie patrouillieren an den steil in die Tiefe abfallenden Hängen. Doch für ein Waljunges sind sie nur eine Bedrohung, wenn es krank oder verletzt ist. Die Riffhaie haben sich auf Fisch spezialisiert und gehen normalerweise in der Nacht auf Raubzug. Sie sind also keine Gefahr. Eine größere Bedrohung für das Kleine stellen seine Artgenossen dar. Denn einmal auf Brautschau sind die Giganten alles andere als sanfte Riesen. Dieses Männchen ist extrem aggressiv, wie die wuchtigen Schläge seines mächtigen Kopfes deutlich machen. Die meisten erwachsenen Buckelwale kommen nicht hierher, um Junge zu gebären, sondern um sich zu paaren. Im Winter werden die Gewässer vor den Küsten Hawaiis zur Bühne, auf der 45 Tonnen schwere Akteure, ihre Rivalen, vor allem aber die holde Weiblichkeit, zu beeindrucken versuchen. Dabei pflügen sie mit fast 25 Kilometern pro Stunde durchs Wasser. Die Mutter unseres Kleinen ist noch zu keiner neuerlichen Paarung bereit. Doch sie hat schon einen neuen Begleiter, der sie und ihr Junges aus der Gefahrenzone eskortiert. Jetzt nähern sich Bullen von allen Seiten. Ein Kampf scheint unausweichlich. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir mitten im Getümmel und könnten etwas abbekommen. Plötzlich erregt ein anderes Weibchen die Aufmerksamkeit der Bullen. Pheromone im Wasser sind ein untrügliches Zeichen. Es ist zur Paarung bereit. Dann taucht ein riesiger Bulle auf, der deutliches Interesse an dem Weibchen zeigt. Durch einen Vorhang aus Luftbläschen versucht er, die anderen Männchen abzulenken. Aber so leicht geben die sich nicht geschlagen. Alle wollen an die Seite der Umworbenen. Schließlich stößt das große Männchen eine riesige Luftblase aus, um seine Rivalen zu beeindrucken. Die jungen Bullen, die zum ersten Mal ein Weibchen umwerben, scheinen überrascht. Das große Männchen hat demonstriert, wie man sich auf Buckelwalart Respekt verschafft. Und wer die Zeichen nicht versteht, dem wird mit dem muschelverkrusteten Kopf Bescheid gestoßen. Das Geschehen nimmt eine unerwartete Wendung. Das Weibchen nutzt das Boot der Wissenschaftler als Schutzschild gegen die kämpfenden Männchen. Dann ist der Aufruhr so schnell vorbei, wie er begonnen hat. Dem großen Bullen ist es gelungen, die begehrte Position neben dem Weibchen zu ergattern. Und nach all der Aufregung ist sie jetzt zur Paarung bereit. Die wild kämpfende Horde löst sich rasch auf.
und die Männchen schwimmen friedlich in kleinen Gruppen davon. Nach rund einem halben Kilometer machen sie Halt. Es scheint, als würden sie in 10 Metern Tiefe ein Nickerchen machen. Dabei halten sie ihren Atem nicht nur für 10 Minuten an, wie es aktive Wale tun. Die von den Wissenschaftlern Breathholder genannten Wale bleiben oft mehr als eine halbe Stunde unter Wasser. Einige liegen dabei nicht waagrecht im Wasser, sondern lassen ihren Kopf hängen und legen dann die wohl faszinierendste Verhaltensweise an den Tag, zu der Wale fähig sind. Sie beginnen zu singen. Der Walgesang hat, wie auch jener der Vögel, ein immer wiederkehrendes Muster. Und so ein Lied kann bis zu einer Viertelstunde dauern. Jedes Männchen vor Hawaii singt dabei ein und dasselbe Lied, das sich aber im Laufe der Zeit verändert. Manche Wale locken durch ihre Gesänge Publikum an. Walforscher nennen diese Zuhörer Joiner. Doch keiner weiß, warum sie kommen. Vielleicht sind es neugierige Junge. Die Szenerie erinnert an einen Meistersinger, umringt von lernbegierigen Schülern. Das kleine Männchen mit den weißen Brustflossen ist ebenfalls hier. Es kann die tiefen Töne des Walgesangs nicht nur hören, sondern mit dem ganzen Körper fühlen. So laut und durchdringend ist der Gesang. Eines Tages wird wohl auch der junge Bulle ein Meistersinger sein. Doch einstweilen hört er nur zu und entfernt sich nie weiter als 25 Meter von seiner Mutter. Die Mutter unseres Weibchens hat inzwischen einen weiteren ungewollten Verehrer. Er beschützt die beiden, sobald er spürt, dass sich andere Männchen nähern, versucht er, die beiden hinter einem Vorhang aus Luftblasen zu verstecken. Er ist nicht der Vater des Kleinen, er ist nur ein besonders geduldiger Wal, der auf seine Chance wartet, sich mit der Mutter zu paaren. Doch das wird noch ein Jahr dauern. Trotzdem, derzeit stehen die beiden unter seinem Schutz und er spürt Gefahr. Kleine Schwertwale gehören zu den geschicktesten Jägern der Meere. Und ihnen steht der Sinn nach Mahi-Mahi, nach Goldmakrelen. Die Schwertwale sondieren das Gebiet mit einem Staccato schriller Pfeiftöne. Durch diese Echoortung folgen sie jeder Bewegung des Fisches. Doch statt die Makrele zu fressen, spielen sie mit ihr Katz und Maus. Es ist ein Spiel, durch das die jungen Schwertwale lernen zu jagen und zu töten. Für die kleinen Schwertwale gibt es vor Hawaii ausreichend Futter. Die Buckelwale hingegen fressen kaum, solange sie sich in subtropischen Gewässern aufhalten. Und während das Kleine konstant zulegt, verliert die Mutter ständig an Gewicht. Sie hat seit mehr als 4 Monaten keine Nahrung mehr zu sich genommen. Mmh.
Das Futter, das die Wale gerne fressen, und die Mengen, die sie brauchen, sind mehr als 4000 Kilometer entfernt. Für die Buckelwale ist es an der Zeit, Hawaii hinter sich zu lassen und nach Norden zu ziehen. Ihre Abreise bleibt nicht unbeobachtet. Seit Menschen Hawaii besiedeln, spielen Wale in ihrem Brauchtum eine wichtige Rolle. Der Blas des Wals ist Ha, der Atem des Lebens. Und der Wal selbst Kohola, ein Geschöpf Kanaloas, der Göttin des Meeres. Ob Berg oder Wasserfall, Hai oder Wal. In den Legenden Hawaiis rankt sich alles um die beliebte und die unbeliebte Natur. Und wenn sich die Wale dem Rhythmus der Jahreszeiten folgend auf ihre große Reise begeben, ist das ein Zeichen der Erneuerung. Im Frühling sind die Wale dann über den ganzen Ozean verstreut. Doch alle ziehen in dieselbe Richtung. Eine Theorie besagt, dass sie sich am Magnetfeld der Erde orientieren. Winzige Eisenpartikel in ihrem Gehirn wirken dabei wie ein Kompass. Und ein extrem genauer noch dazu. Denn während des ersten Drittels ihrer Reise weicht die Route der einzelnen Wale um nicht einmal einen Grad ab. Und so folgen die Buckelwale ihrer mentalen Karte des Nordpazifiks, die sie direkt in die traditionellen Fischgründe vor Alaska führt. Das Kleine bekommt auf der langen Reise etwas Unterstützung. Es schwimmt im Sog des mächtigen Körpers seiner Mutter. Es ist ein Trip von 1,5 Monaten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 4 Kilometern pro Stunde. Gewaltigen Gletschern durchfurcht ist die Pazifikküste Alaskas das genaue Gegenteil Hawaiis. Ein Land nicht von Feuer geformt, sondern von Eis. Am Höhepunkt der letzten Eiszeit vor rund 20.000 Jahren waren diese Gletscher Teil eines Eispanzers, der ganz Nordamerika bedeckte. Vor 10.000 Jahren schmolz dann der Großteil des Eises und die Gletscher verloren an Mächtigkeit. Zurück blieben vom Eis geschundene Bergrücken und tief eingegrabene Täler. An der Küste entstanden Fjorde mit steil abfallenden Ufern und ein Labyrinth aus Buchten und Inseln. Das ist der Alexander-Archipel. Mehr als 1000 dicht bewaldete Inseln und kahle Felsnasen vor der Südostküste Alaskas. Die kalten, nährstoffreichen Gewässer rund um die Inseln sind die Fischgründe von ca. 400 Buckelwalen. Und viele haben die lange Reise aus Hawaii hinter sich. Unser junges Weibchen und seine Mutter sind hier. Zu den letzten Walen, die eingetroffen sind, gehört auch das Männchen mit den weißen Flossen. Jeder Wal scheint sein Eintreffen kundzutun und sie werden schon erwartet.
von einer weiteren Gruppe von Wissenschaftlern. Auch unsere Mutter und ihr Kleines machen sich bemerkbar. Nun sind auch sie Teil einer Studie, die die Wanderrouten aller Buckelwale im Nordpazifik erfasst und untersucht, warum sie sich auf eine so weite Reise machen. Ein Grund dafür sind die Gletscher. Langsam schieben sich die mächtigen Eispanzer über den Fels und zermahlen das Gestein zu feinem Sediment. Die darin enthaltenen Nährstoffe werden unentwegt ins Meer gespült. Sie sind die Grundlage für die unglaubliche Fülle an Nahrung, die das Meer hier den Giganten zu bieten hat. Immer wieder stürzen mächtige Blöcke von den Gletschern ab und lösen bis zu 3 Meter hohe Flutwellen aus. Manchmal brechen kleine Eisberge von den Gletscherwänden, die oft mehr als 200 Meter unter den Meeresspiegel reichen. Wie übermütige Buckelwale schießen diese Eisberge aus den Tiefen der kalten See empor. Sie sind Teil des Treibeises, das überall in den Fjorden und Buchten zu finden ist. Die Eiskristalle dieser Schollen waren tausende Jahre unter Millionen Tonnen Eis und Schnee begraben. Sie sind so komprimiert, dass sie das Licht auf eine ganz besondere Weise brechen. In der Sonne leuchten sie in fahlem Saphirblau. Die schmelzenden Eisberge driften nach Süden. Sie sind im Alaska-Küstenstrom gefangen, der sie nicht mehr loslässt, bis die skurrilen Skulpturen aus Eis geschmolzen sind. Doch bevor sie sich auflösen, dienen sie noch Seehunden als Rastplatz, die auf den langsam driftenden Schollen ihre Jungen zur Welt bringen. Das Wasser, das von den Felsen stürzt, bringt nitrat- und phosphatreiche Schwemmstoffe mit sich. Gemeinsam mit der Strömung, die das Bodensediment aufwirbelt, entsteht hier ein idealer Nährstoffmix, der Plankton explosionsartig gedeihen lässt. Plankton, das von kleinen Fischen und vom schrimpartigen Krill gefressen wird. Und diese beiden dienen wiederum den Buckelwalen als Nahrung, die sie tonnenweise verschlingen. Die Wale haben eine faszinierende Jagdtechnik entwickelt. Ein Wal lässt Luftblasen aufsteigen, die wie ein Vorhang wirken. Der Krill sammelt sich in der Mitte dieses Netzes aus Blasen und wird in einem einzigen Happen verschlungen. In den Gewässern vor Alaska gibt es so viele von diesen kleinen Krebschen, dass ein einzelner Buckelwal bis zu 1 Tonne täglich verschlingen kann. Hatten sich die Forscher vor Hawaii auf die Paarung der Wale konzentriert, so analysieren die Wissenschaftler in Alaska das Fressverhalten der Tiere. Cynthia Vincent von der Intersea Foundation studiert seit mehr als 30 Jahren Buckelwale. Sie war eine der ersten, die entdeckte, dass die Wale beim Fressen richtiggehend zusammenarbeiten. Also beim gemeinsamen Fressen arbeitet ein Wal, der aus der Tiefe kommt, mit anderen, die sich seitlich nähern, zusammen. Zuerst stellen die Wale fest, welche Beute wo am zahlreichsten vorkommt. Wale, die sich von Krill ernähren, rollen sich zur Seite und pflügen mit den offenen Mäulern durchs Wasser. Wenn sich der Krill an der Oberfläche aufhält, ist das die effektivste Art des Fischens. Manchmal beobachten wir einen zweiten Wal, der seinen Artgenossen, der aus der Tiefe kommt, unterstützt. Der erste Wal verursacht einen Sog, der den Krill emporreißt. Der zweite profitiert davon. Die jungen Wale beteiligen sich nicht am allgemeinen Fressen. Sie ernähren sich nach wie vor von Muttermilch.
Doch nicht alle Wale sind gleich. Dieses Weibchen legt ein ganz besonderes Verhalten an den Tag. Es scheint, als würde es nach irgendetwas Ausschau halten. Eine für Buckelwale typische Verhaltensweise. Doch Cynthia Vincent ist sich sicher, dieser Wal hat eine neue Fresstechnik entwickelt. Das Weibchen wuchtet sich mit einem Maul voll Krill senkrecht aus dem Wasser, um sich gleich wieder zurückfallen zu lassen und den nächsten Happen zu schlucken. In der nahegelegenen Chathamstraße befischen kleine Gruppen von Buckelwalen die Küstengewässer. Hier sammeln sich nach dem Laichen große Heringschwärme. Die Wale brauchen sie nur zusammenzutreiben und zu verschlingen. Plötzlich stößt die Gruppe auf einen riesigen Schwarm Heringe. Durch laute Schläge auf das Wasser rufen sie die anderen Wale herbei. Die Einladung wird durch ein paar laute Platscher noch verstärkt. Es dauert nicht lange, bis andere Wale der Aufforderung folgen und sich am Festmahl beteiligen. Schluss treffen auch unsere Mutter und ihr Junges ein. Doch noch jemand hat die Aufregung mitbekommen. Und sie sind gewiss nicht eingeladen. Orcas. Sie sind die wahren Freibeuter der Meere. Die Buckelwale spüren die Gefahr und versuchen, die großen Schwertwale mit mächtigen Schlägen auf das Wasser einzuschüchtern. Denn Orcas sind dafür bekannt, dass sie Walbabys angreifen und töten. Rasch schließen sich mehrere Mütter und ihre Jungen zu einer Gruppe zusammen, um sich besser verteidigen zu können. Doch den Orcas ist es gelungen, eine Mutter und ihr Junges zu isolieren. Es ist das Kleine mit den weißen Brustflossen. Sollte es zu einem Kampf kommen, kann sich die Mutter durch Schläge mit der mächtigen Schwanzflosse zur Wehr setzen. Aber der Angriff bleibt aus. Die Orcas ziehen weiter Richtung Küste, um Lachsen nachzustellen. Die jungen Wale sind in Sicherheit. Kaum ist die Gefahr vorbei, löst sich die Notgemeinschaft wieder auf. Gleich darauf bilden die Wale wieder Gruppen von rund 10 Tieren, die gemeinsam fressen. Vor Hawaii reagierten die Buckelwale aggressiv auf Gesellschaft, aber in Alaska gibt es richtiges Teamwork. Die Mütter lassen ihre Kälber zurück, damit sie nicht zwischen die massigen Leiber der Fressenden geraten. Das kleine Weibchen verbringt die Zeit mit Spielen im Kelbwald. Das große Fischen hat begonnen. Die Buckelwale benutzen dabei eine Technik, die bisher nur bei dieser Walart beobachtet wurde. Das Ganze funktioniert arbeitsteilig wie eine Treibjagd. Jeder Wal hat eine ganz spezifische Aufgabe.
Wenn alle Wale die richtige Tiefe erreicht haben, beginnt ein Tier einen riesigen Ring aus Luftblasen zu formen. Die Reflexionen und der Lärm der Blasen erschrecken die Fische. Sie sind jetzt in einem langsam aufsteigenden Netz aus Luftblasen gefangen. Ein anderer Wal beginnt laute und schrille Rufe auszustoßen, die den Heringschwarm zu einer Kugel glitzernder Leiber verdichten und emportreiben. Jeder Wal nimmt nun einen gewaltigen Schluck Meerwasser, voll mit unzähligen Fischen. Das überschüssige Wasser drücken sie durch die siebartigen Barten und die Heringe werden einfach verschluckt. Dann taucht einer nach dem anderen wieder ab, um von Neuem zu beginnen. Wenn Buckelwale gemeinsam fischen, sind sie äußerst gesprächig. Fred Sharp und Sean Hanser von der Alaska Whale Foundation wollen herausfinden, welche Wale diese Laute ausstoßen und vor allem warum. Um mehr über das gemeinschaftliche Fressen zu erfahren, haben wir uns auf die Kommunikation konzentriert, die dabei abläuft. Sie ist sehr aufschlussreich. Bei der gemeinsamen Suche nach Beute stoßen die Tiere zum Beispiel einen typischen, sehr langen und lauten Ruf aus. Er dient wahrscheinlich dazu, die Beute zu verunsichern und zusammenzutreiben. Die Rufe sind in der Regel so um 500 Hertz. Das ist ein verhältnismäßig tiefer und auch beständiger Ton. Jetzt sind wir gerade dabei, kleine Unterschiede in den Rufen zu identifizieren, mit denen wir einzelne Individuen unterscheiden können. Unablässig tauchen die Wale ab. Und im Laufe des Tages verschwinden ganze Heringschwärme in ihren Mäulern. So geht es Tag um Tag, Woche um Woche. Wenn sich die ersten Anzeichen des Winters über die Buchten und Fjorde legen, ist es für die Buckelwale an der Zeit, nach Süden zu ziehen. Im November tauchen dann die ersten Wale wieder vor Hawaii auf. Auch Mutter und Tochter haben die weite Reise gut hinter sich gebracht. Das Kleine ist zu einer halbwüchsigen, einem richtigen Youngster herangewachsen. Sie ist jetzt 8-mal so schwer und doppelt so lang wie nach ihrer Geburt. Auch unser kleines Männchen mit den weißen Flossen ist wieder da. Doch von seiner Mutter ist nichts zu sehen. Sie hat ihn verlassen. Und der Halbwüchsige sucht nun die Gesellschaft anderer Wale. Auch die Mutter unseres Weibchens legt nun ein ganz anderes Verhalten an den Tag als noch vor einem Jahr. Aus einiger Entfernung nähert sich ein Bulle der Mutter. Er kann sie zwar noch nicht sehen, aber bereits hören.
Aber auch alle anderen Männchen in der Nähe haben die Rufe vernommen, durch die sie sich mit ihrem Jungen unterhält. Als sie näher kommen, stellen sie fest, sie ist nun zur Paarung bereit. Ohne sich lange mit Drohgebärden aufzuhalten, beginnen die Bullen zu kämpfen. Großen Männchen gelingt es, an ihre Seite zu kommen und diese Position zu verteidigen. Damit endet die Auseinandersetzung so schnell, wie sie begonnen hat. Der Bulle hat die Gunst des Weibchens gewonnen. Doch unser 12 Monate junges Weibchen bleibt zurück. Ihre Mutter und der große Bulle schwimmen davon, ohne der Halbwüchsigen weitere Beachtung zu schenken. Das Junge wartet, aber die beiden kommen nicht zurück. Es ist jetzt auf sich allein gestellt. Das Kleine ruft, aber es bekommt keine Antwort. Seine Mutter ist fort. Für immer. Von jetzt an muss es für sich selbst sorgen. Und nun kommt ihm all das zugute, was es im vergangenen Jahr gelernt hat. Doch das Kleine ist nicht ganz allein. Es gibt andere Halbwüchsige hier, die ebenfalls verlassen wurden. Und wie unser junges Weibchen ist auch der kleine Bulle sehr neugierig. Selbst jugendliche Wale haben Zeit zum Spielen. Doch auch dieser Zeitvertreib hat einen ernsten Hintergrund. Es ist die erste Probe des Paarungsspiels. Rund um sie gibt es andere Wale, Sänger und Zuhörer, Bullen auf Brautschau, Mütter, die Babys gebären und Halbwüchsige wie sie selbst. Und schon bald wird es ihr wie jedem jungen Weibchen ergehen. Eines Tages werden junge Männchen hinter ihr her sein, sie wird umworben werden und schließlich selbst ein Junges zur Welt bringen. Dann wird sie sich, so wie einst ihre Mutter und deren Vorfahren, mit ihrem Nachwuchs auf die große Reise machen. Auf eine Reise zwischen Feuer. In den Wäldern Amazoniens wurde den Indianern etwas gestohlen, was wertvoller für sie ist als aller Reichtum dieser Welt. Dabi Kopenawa, Häuptling der Yanomami, fordert diesen Schatz zurück, denn in ihm steckt der Geist ihrer Vorfahren. Er verbindet die Indianer mit ihrem Ursprung, ihren Göttern und Geistern. Er ist das Symbol des natürlichen Kreislaufs von Leben und Tod. Er wurde den Yanomami zu wissenschaftlichen Zwecken entwendet. Dieser Schatz ist ihr Blut. Häuptling Kopenawa sagt, es soll wieder fließen im Land unserer Väter. Blut, dieser ganz besondere Saft, ist unter Pharmakologen und Genforschern noch begehrter, wenn er von Naturvölkern stammt. Ihre DNS ist reiner als die von Europäern oder Amerikanern und deshalb leichter zu analysieren.
Labore können schneller wichtige Hinweise auf die Wirkung und den pharmakologischen Einsatz einzelner Gene erhalten. Sequenzierroboter sind heute in der Lage, jeden Tag Tausende von Genkombinationen zu testen. Das macht den Wettkampf zwischen den internationalen Pharmalabors immer härter. Wer wird der Erste sein? Die Pharmakonzerne träumen von gigantischen Gewinnen und steigenden Aktienkursen. Die Zukunft liegt in der Genforschung. Nie sind wissenschaftliche Resultate mit größerer Spannung erwartet worden. Spielt das Blut der Amazonas-Indianer vielleicht eine entscheidende Rolle im weltweiten Konkurrenzkampf? Genlabore jedenfalls bieten per Internet Plasma aus Indio-Blut an. Mit genauen Angaben über Alter, Geschlecht und Stammeszugehörigkeit. Gibt es hier eine Spur vom gesuchten Blut der Yanomami? Damals erklärte man ihnen, die Blutabnahme sei ausschließlich für Malaria-Tests bestimmt. Erst Jahre später erfuhren sie, dass dies eine Lüge war. Das Blut diente nur einem einzigen Zweck, dem Profit der Pharmaindustrie. Es liegt bis heute in den Kühlschränken der Labors. Um seine spirituelle Bedeutung für die Indianer kümmerte sich keiner. Aber nicht nur ihr Blut. Auch das Heilwissen der Indianer ist für die westliche Industrie interessant. Im Auftrag von Pharmafirmen suchen Forscher den Kontakt mit Schamanen und Medizinmännern, um alles über die Wirkung von Pflanzen- oder Insektengiften zu erfahren. Dann schmuggeln sie die Rohstoffe außer Landes. Biopiraterie, eine neue Form organisierter Kriminalität. Die Pharmaforschung hat inzwischen erkannt, dass Medikamente, die auf natürlichen Molekularstrukturen, zum Beispiel von Rinden, basieren, verlässlicher sind und weniger Nebenwirkungen haben als synthetisch hergestellte Substanzen. Deshalb setzen die Labors verstärkt auf Naturstoffe. Doch deren Ursprungsländer gehen meist leer aus. Größtes Reservoir verwertbaren Genmaterials ist der Amazonas. Eine der unwegsamsten Regionen der Welt. Und zugleich eine riesige Goldgrube. Eine Grube grünen Goldes. Das Javari-Tal wurde 1984 zum Indianerreservat erklärt. Ohne Spezialerlaubnis hat hier kein Weißer Zutritt. Doch das Gebiet von der Größe Portugals ist nur schwer zu überwachen. Der Kampf gegen Biopiraterie wird hier von einem mutigen Mann geführt. Sidney Pozuelo. Er war einer der letzten Sertanistas, Waldläufer, die im Auftrag der brasilianischen Regierung unbekannte Regionen des Landes erkundeten. Heute arbeitet er für die FUNAI, die staatliche Indianerschutzbehörde. Er besucht regelmäßig selbst abgelegenste Indianerstämme, um Informationen über eventuelle Eindringlinge zu erhalten. Tagelange Märsche in Begleitung seiner Mitarbeiter quer durch den Dschungel sind für ihn fast Routine, trotz aller Gefahren. An der Gabelung der beiden Flüsse Itui und Itaquai, dem einzigen Zugang ins Indianergebiet, wurde ein Posten errichtet. Von hier aus können alle, die auf dem Flussweg ins Indianergebiet eindringen, gestoppt werden, wenn nötig auch mit der Waffe. Außerdem werden hier Indianer aus verschiedenen Stämmen ausgebildet. Dazu gehören Aufklärung und tägliche Kontrollfahrten. Vor allem Holzfäller, Fischer und Jäger kommen illegal in die Reservate. Sie holen sich Holz, Wild und Fisch, Raritäten in den übervölkerten Siedlungsgebieten. Sidney und seine Leute haben schon ganze Schiffsladungen von Tropenhölzern und anderem Schmuggelgut beschlagnahmt. Biopiraten sind viel schwerer zu fassen, selbst wenn sie mit Blut, Pflanzen oder Insektenproben erwischt werden. Oft arbeiten sie mit gefälschten Genehmigungen oder angeblich im Auftrag brasilianischer Universitäten. Dann sind selbst den Leuten der FUNAI die Hände gebunden. Die Ruflaute der Korubos. Ankündigung von fremden Besuchern und zugleich eine Warnung. Doch die Anführerin erkennt Sidney wieder. Er war, so sagt sie, der erste freundliche Weiße, dem sie je begegnet ist. Vor 2 Jahren war es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Korubo und umliegenden weißen Siedlern gekommen. Als Sidney davon hörte, griff er ein.
Niemand kannte ihre Sprache. Die Gefahr von Missverständnissen war groß. Wie soll man einem Volk, das immer wieder von Weißen beschossen wurde, klar machen, dass man jetzt mit besseren Absichten kam? Als wir uns zum ersten Mal gegenüberstanden, war die Situation sehr brenzlig. Da habe ich einfach angefangen zu singen. Plötzlich haben alle mitgesungen und so ist das Eis gebrochen. Die Kurubus haben inzwischen Vertrauen zu den Leuten der Funai, auch wenn die Verständigung immer noch sehr schwierig ist. Sydney steckt in einem Zwiespalt. Einerseits will er die Kurubus schützen, andererseits weiß er, dass schon dieser kleine Kontakt das ursprüngliche Leben der Indianer aus dem Gleichgewicht bringt. Doch er hat keine andere Wahl. Heute besteht diese Gruppe noch aus 20 Menschen. Aber schon morgen können es nur noch 10 sein, getötet durch Gewehrkugeln eines Holzarbeiters oder von einem einfachen Grippevirus, eingeschleppt durch weiße Genjäger. Zurück in die Zivilisation geht es nur per Schiff. 3 Tage bis nach Tabatinga. Sydney liebt diese Fahrten auf der MS Waika, dem offiziellen Boot der Funai. Momente des Atemholens, fernab der Hauptstadt Brasilia. Dort kämpft er seinen eigentlichen Kampf, um Vorschriften und Gesetze, die den Indianern das zugestehen, was ihnen eigentlich schon immer gehört hat. Obwohl Sydney nicht mehr der Jüngste ist, will er das Steuer in der Hand behalten, solange er kann. Denn ein Nachfolger ist bis jetzt nicht in Sicht. In der Nacht schlägt Sydney Alarm. Geräusche eines Schiffsmotors erregen seinen Verdacht. Am nächsten Tag kommt eine Einheit der brasilianischen Bundespolizei zu seiner Unterstützung. Mit dieser Taskforce, die auf Biopiraterie spezialisiert ist, will die brasilianische Regierung die landeseigenen Ressourcen schützen. Sydney vermutet eine Piratengruppe im Gebiet. Sie sollen auf der Suche nach der Surucucu, einer Schlange sein, deren Gift bei Herzkranzgefäßkrankheiten wahre Wunder wirkt. Die Spezialeinheit hat Hinweise auf einen Entomologen erhalten, der im Internet seltene Insekten für die Pharmaforschung anbietet. Für Sydney und die Biopolizei beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn ist eine genetische Substanz erstmal außer Landes, haben die brasilianischen Behörden keinen Einfluss mehr. Ein unbekanntes Boot. Es wird gestoppt. Im Grenzgebiet zwischen Brasilien und Kolumbien ist jeder verdächtig. Hier werden hauptsächlich Waffen für die kolumbianische Guerilla geschmuggelt, aber auch Drogen. Die meisten Dealer sind der Polizei sogar bekannt. Nicht so die Biopiraten. Sie reisen gerne als Touristen oder Händler getarnt und geben sich sogar manchmal als Fernsehteams aus. Jedes Fach, jeder Winkel wird durchsucht. Sydney hat schon viele solcher Razzien mitgemacht. Es ist die berühmte Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Ein verdächtiger Ballen. Die Leute an Bord behaupten, er gehöre ihnen nicht. Sie hätten ihn für einen Bekannten mitgenommen. Der Polizist besteht darauf, ihn zu öffnen. Doch er findet nur frisches Mehl. Wir begleiten Sydney in ein anderes, ebenso unzugängliches Gebiet. Die Heimat der Sue ist ähnlich isoliert und geheimnisvoll wie die der Kurubus und deshalb für Genjäger höchst attraktiv. Keine Wege. Nicht einmal ein schiffbarer Fluss, keine Siedlung im Umkreis von 300 Kilometern. Hier leben die Zoe, was in ihrer Sprache schlicht Mensch bedeutet.
Vor einigen Jahren war es hier fast zu einer Katastrophe gekommen. Missionare der berüchtigten New Tribes Mission aus den USA hatten die Grippe eingeschleppt. Viele Indianer starben. Sydney wies die Sekte aus. Heute gibt es noch 150 Sioux, die in zwei Dörfern leben. Mit 8 Jahren werden Jungs und Mädchen während eines mehrtägigen Rituals initiiert. Dabei wird die Unterlippe zuerst mit Pflanzensaft betäubt, anschließend mit einem Affenknochen durchbohrt und mit Baumharz gefüllt. Nach einigen Tagen wird es durch den ersten Holzpflock ersetzt. Damit essen und schlafen sie, wechseln ihn jedoch alle 14 Tage aus. Die einzige Verbindung zur Außenwelt ist eine kleine Start- und Landebahn, die jedoch bei unerwünschten Besuchern mit Baumstämmen und Ästen verbarrikadiert werden kann. Sydney ist ein gern gesehener Gast. Die Sioux wissen, dass sie ihm ihr Leben verdanken. Wieder keine gemeinsame Sprache, trotzdem versteht man sich. Sydney erzählt von einem Flugzeugabsturz vor 4 Wochen, bei dem er beinahe ums Leben gekommen wäre. Die Indianer sind beeindruckt. Weiße sind für sie noch immer Besucher von einem anderen Stern. Sydney hat hier viele alte Bekannte. Und jedes Mal ist es eine große Freude, sie wiederzusehen. Im Gegensatz zu vielen missionierten Indianern haben die Sioux zu ihrer ursprünglichen Lebensweise zurückgefunden. Sie behielten ihre Würde, ihre Sprache, ihre Götter und ihr geheimes Heilwissen. Um Fische zu fangen, benutzen sie die Chimboliane, oder besser gesagt, deren chemische Wirkung. Das Holz wird von den Männern über mehrere Stunden weich geklopft, bis es völlig zerfasert ist und einen eigenartigen Geruch verströmt. Kommen die Fasern mit Wasser in Berührung, entfalten sie ein Gift, das die Fische auf der Stelle betäubt und an die Wasseroberfläche treibt. Frauen und Kinder brauchen sie bloß noch einzusammeln. Das Gift lähmt jedoch nur ihre Atemwege und hat keinerlei Einfluss auf Geschmack und Verträglichkeit. Der Nachwuchs ist überall dabei und lernt auf diese Weise alles, was man für den Überlebenskampf im Urwald braucht. Die Chimboliane ist nur ein Beispiel für das umfangreiche Wissen der Indianer um Gifte und Heilstoffe, die ihnen die Natur frei Haus liefert. Dieses Wissen ist es, das die Gutachter der Pharmaindustrie anlockt. Große Biotech-Unternehmen verfügen inzwischen über Naturstoffbibliotheken, die viele Tausende verschiedener Pflanzenessenzen in Reinkultur beherbergen. Wirksame Grundstoffe für neue Medikamente. Knapp die Hälfte aller zugelassenen Pharmazeutika sind pflanzlichen Ursprungs, mit einem geschätzten Jahresumsatz von 200 Milliarden Dollar. Ein großer Teil dieser Medikamente wurde ursprünglich von indigenen Völkern verwendet. Bei Labortests zeigen Pflanzen, die von Naturvölkern genutzt wurden, eine besonders hohe biologische Aktivität. Die Chance, durch sie weiterhin neue Grundstoffe für Medikamente zu finden, ist um ein Vielfaches höher als bei zufällig gesammelten Pflanzen. Das Wissen der Ureinwohner ist für die Industrie Gold wert. Die Strategie der Biolabore? Pflanzliche DNA-Sequenzen werden im Ausland patentiert, weit weg von den Gesetzen des Ursprungslandes. Die Indianer wissen von all dem nichts. Für sie sind die Heilstoffe aus der Natur kein Handelsgut, sondern fester Bestandteil ihres Lebens, ihrer Religion und Spiritualität. Das Geheimnis der Rinde des Koruma-Baums wurde Serabut, dem Urvater der Sioux, durch einen Traum mitgeteilt. Er empfahl, bei Schwindelanfällen und Sehstörungen den Saft dieser Rinde in die Augen zu tropfen. Danach hätte man wieder einen klaren Blick. Als Pipette dient ein Blatt, das von Frauen präpariert wird. Das Ritual selbst muss von einem jungen Mädchen durchgeführt werden,
So verlangt es Serabut. Der Patient bekommt einen Zweig umgelegt, der zu einem Halsreif geschlungen ist und zeigt damit, dass er sich freiwillig in die Macht der Geister begibt. Die Tropfen wirken sofort. Der Patient beginnt plötzlich einen Vogel zu imitieren, der gleichzeitig vor seinem inneren Auge erscheint. Diese Medizin schärft nicht nur die physische Sehkraft, sondern auch im übertragenen Sinne das Gespür des Jägers für seine Beute. Jeder Indianer weiß, dass ein scharfes Auge allein nicht genügt, um ein wildes Tier aufzuspüren. So wirkt der Extrakt des Kuruma-Baums wie eine Art Vorbereitung für die Jagd. Er öffnet alle Sinne des Jägers, sodass er sein Opfer wahrnimmt, lange bevor es in seiner Nähe ist. Doch wie konnte sich dieses uralte Wissen erhalten? Das Leben der Sue ist, viel mehr als bei uns, voller festgelegter Rollen, Gebräuche und Rituale. Die Kinder lernen von den Alten und diese wiederum stehen in Kontakt mit den Ahnen. Im Traum helfen die Verstorbenen bei schwierigen Entscheidungen und geben Ratschläge. Doch wie lange noch wird das so weitergehen? Bisher hat der undurchdringliche Dschungel einen Teil ihres Schutzes übernommen. Jetzt aber soll eine Straße entlang der Grenze ihres Reservats gebaut werden. Sydney weiß, dass dann der Kontakt mit Weißen unvermeidbar wird. Eine schreckliche Vision. Verkommene Wellblechhütten, schmutzige und zerrissene Kleidung, Krankheiten und Seuchen. Damit wäre ihr Untergang besiegelt, ihr Wissen verloren. Es ist absurd, dieselbe Zivilisation, die es nutzen will, zerstört seine Quellen. Sydney weiß, dass er diese Entwicklung nicht stoppen, sondern nur herauszögern kann. Doch das gibt ihm wenigstens Zeit, die Indianer darauf vorzubereiten. Manchmal hat er den gut gemeinten Traum, eine riesige Mauer um das gesamte Indianergebiet zu bauen, damit die Menschen dahinter unbehelligt bleiben. Waschtag. Die Kinder werden mit den schäumenden Fasern einer Liane abgeschrubbt, denn es steht ein besonderer Tag bevor. Eine Reinigungszeremonie ganz anderer Art, die zweimal im Jahr bei Vollmond gefeiert wird. Sie dient der inneren Reinigung des Menschen. Krankheiten oder böse Geister werden mit Pflanzen und alten Ritualen bekämpft. Die Sue aus dem Nachbardorf haben sich bereits auf den Weg gemacht. Das monotone Stampfen und das Schlagen ihrer Stöcke auf den Boden versetzt sie in eine besondere Stimmung und gehört bereits zum Ritual. Ebenso die weißen Federn, die als wirksamer Schutz gegen negative Energien gelten. Jeder im Dorf ist mit seiner ganzen Kraft auf die Vorbereitungen konzentriert. Solche Rituale sind in der Gemeinschaft dieser Indianer die alles entscheidende Voraussetzung für ein funktionierendes Miteinander. Die Mädchen und Frauen reiben sich mit Orukun, roter Schmuckfarbe, ein, um die Nachbarn zu ehren. Für die ist das bevorstehende Ritual auch eine Möglichkeit, auf friedliche Weise Probleme zwischen den beiden Dörfern zu bereinigen. Natürlich ist es auch eine Art Brautschau, weshalb die jungen Mädchen besondere Sorgfalt auf ihren Haarreifen aus Geierflaum und ihr Ganzkörper-Make-up verwenden. Der aufwendige Federschmuck der Männer zeigt ihren Stolz.
und ist zugleich eine Verbindung zur Geisterwelt. Die Federn sind eine Art Antenne, um die magische Energie vogelähnlicher Wesen zu nutzen. Endlich sind die Nachbarn eingetroffen. Zeit für die ältesten Neuigkeiten auszutauschen. Da Sidney Pozuelo bisher Forschern den Zutritt verwehrt hat, versteht kein Weißer die Sprache der Sue. Sidney stört das wenig. Sprachbarrieren existieren nicht für ihn. Er redet mit den Indianern und sie hören ihm zu, als ob sie jedes Wort verstünden. Das Oiju-Ritual beginnt. Die Sue binden sich ihre Röcke um, die später eine wichtige Rolle spielen. Die hohen Gesänge der Frauen stimmen auf die Zeremonie ein. Schon vor einigen Wochen haben sie in einem Trog ein übel riechendes Pflanzengebräu angesetzt, das der inneren Reinigung des Körpers dient. Geruch und Geschmack erzeugen einen sofortigen Brechreiz. Wird das Gebräu das Dorf reinigen? Jetzt sind die Männer gefordert. Als erstes wird die Erde damit getränkt. Als Spenderin allen Lebens, aller nahrhaften und heilenden Pflanzen, soll auch sie symbolisch von schlechter Energie befreit werden. Dann beginnt die eigentliche Reinigung. Literweise stürzen die Männer das Gebräu herunter und würgen es nach kurzer Zeit wieder heraus. Alles Negative soll den Körper verlassen. Eine Parallele zur modernen Medizin. Bei manchen Vergiftungen werden ebenfalls Brechmittel verabreicht, um das Gift aus dem Körper zu entfernen. Archaische Völker sind überzeugt, dass die Heilwirkung einer Pflanze sich nur mit Hilfe unterstützender Rituale entfalten kann. Und wenn sich der Mond zeigt, beginnt der zweite Teil des Festes, der Boru-Tanz. Das Stampfen der Holzkeulen auf dem Boden und die monotonen Gesänge schaffen eine tranceartige Atmosphäre. Alle machen mit, sogar die Kinder. Die Sue glauben, dass sich negative Energie durch Tanz und Gesänge löst und von den Fransen ihrer Pflanzenröcke aufgesogen wird. Deshalb werden sie abgeschnitten und später in die Bäume gehängt, sodass der Wind sie möglichst weit forttragen kann. Doch Reinigung heißt immer zugleich auch Kampf gegen das Böse. Das stärkste Symbol des Bösen ist die Schlange, denn sie ist hinterhältig und greift ohne Vorwarnung an. Der Schlangentanz ist der Höhepunkt des nächtlichen Rituals. Am Ende töten die gereinigten Männer symbolisch die Schlange und haben auf diese Weise das Böse besiegt. Nachdem die Gefahr gebannt und die dunklen Mächte überwunden sind, wird fröhlich weitergetanzt. Die Indianer ahnen nicht, dass die Bedrohung ihrer Existenz heute aus einer ganz anderen Richtung kommt. Es sind internationale Pharmakonzerne, die nur an dem Pflanzenwissen der Indianer, nicht aber an der Erhaltung ihrer Lebensform interessiert sind. Ein Beispiel ist das madagassische Immergrün, das Alkaloide enthält, aus denen der krebshemmende Wirkstoff Vinitristin gewonnen wird. Längst wird das Medikament synthetisch hergestellt und beschert dem US-Pharmakonzern Eli Lilly Milliardenumsätze. Die Menschen und die Regierung Madagaskars gingen dabei leer aus. Die Entwicklung solcher Präparate dauert oft Jahre, doch die Konzerne haben den langen Atem und eine hochentwickelte Technologie.
Die Suche nach natürlichen Grundsubstanzen ist mittlerweile erfolgversprechender und sogar kostengünstiger als das künstliche Moleküldesign am Computer. Während hier die Trefferquote bei 1 zu 10.000 liegt, wird bereits aus jeder 125. Pflanze eine Reinsubstanz entwickelt, mit der Tests vorgenommen werden können. Das heißt, Molekülketten der Substanz werden in Enzyme und Zellkulturen, zum Beispiel Tumorzellen, eingepasst. Zeigt eine Substanz Wirkung, passt also ihr Aufbau in die Struktur einer Testzelle, dann ist die Grundlage für ein neues Präparat gefunden. Vielleicht ein neuer Verkaufsschlager auf dem Medikamentenmarkt. Auch die Yanomami-Region im Norden Brasiliens, nahe der venezolanischen Grenze, wurde zum Zielgebiet der Pharmaforschung. Hier nahmen vor einiger Zeit Wissenschaftler mehreren dort lebenden Stämmen Blut ab. Welche Wege es nahm und wofür es missbraucht wurde, blieb ihnen lange verborgen. Doch heute wissen sie Bescheid und wollen ihr Blut zurück. Sydney möchte sie dabei unterstützen und hat sich auf den Weg gemacht. Schon in den 80er Jahren waren die Yanomami der Profitgier der Weißen ausgeliefert. Eine Invasion von Goldsuchern verursachte damals durch Krankheiten, Morde und Quecksilberverschmutzung der Flüsse beinahe den Genozid eines ganzen Volkes. Gemeinsam mit seinem Freund Davi Kopenawa, der heute offizieller Sprecher der Yanomami ist, hatte er jahrelang gegen die Goldgräber gekämpft. Doch erst als die Freunde bis vor die UNO gingen, intervenierte das Ausland und die Goldgräber wurden gewaltsam vertrieben. Das hat die beiden zusammengeschweißt. Und bis heute kommt Sydney regelmäßig hierher und kümmert sich persönlich um die Probleme seines Freundes. Davi Kopenawa hat gehört, dass Blutplasma von Amazonas-Indianern im Internet angeboten wird. Er hofft nun, das Blut seiner Eltern aufzuspüren. Schließlich hat er schon einmal mit Hilfe seines Freundes den Kampf gegen die Weißen aufgenommen und gewonnen. Trotz des lang andauernden Kontaktes mit den Goldgräbern, die sie mit Gewehren, Taschenlampen, Transistorradios und Konservendosen bekannt machten, führen auch die Yanomami wieder ein weitgehend traditionelles Leben. Die typischen Indianerrufe geben Sydneys Ankunft bekannt. Das gesamte Dorf lebt in einer Maloka, einer großen, in der Mitte offenen Rundhütte. Hier führen die Frauen, wie seit 1000 Jahren, das Regiment. Menschen und Tiere leben unter einem Dach. Die einzelnen Bereiche, in denen die Familien ihre Hängematten und Feuerstellen haben, sind nicht durch Wände getrennt. Für Sydney ist es wie eine Heimkehr. Nach der Goldgräberzeit hat er Monate hier verbracht, um Vertrauen zurückzugewinnen. Doch die Indianer wurden erneut hinters Licht geführt. Auch wenn ihnen inzwischen ein Reservat von der Größe der Schweiz zugesprochen wurde, können sie nur theoretisch selbst bestimmen, wer Zutritt zu ihrem Land hat. Die Praxis sieht anders aus. Die Regierung will unsere Bodenschätze. Gold, Diamanten, Holz. Sie respektieren nichts, sondern beuten alles rücksichtslos aus und zerstören dabei die Natur. Mit den vielen Arbeitern kommen Krankheiten, Alkohol, Frauen, Prostituierte in unser Land. Das wollen wir nicht länger dulden. Ich werde darüber mit meiner Organisation sprechen, um zu sehen, wie wir euch helfen können. Denn dieses Land hier gehört ausschließlich den Yanomami, damit sie hier unbehelligt und in Frieden leben können. Ich möchte, dass du dir Folgendes klar machst. Wenn du hier zu Besuch bist, tust du das nicht nur für uns, sondern auch für dich und deine Kinder, für alle Menschen. Denn wir haben nur einen einzigen Planeten, auf dem die nächste Generation in Zukunft leben kann.
Inzwischen wissen die Yanomami, dass es nicht nur Gold, Holz und Edelsteine sind, um die ein Tauziehen eingesetzt hat. Es geht auch um ihr Blut und die darin enthaltene Erbinformation. Unter dem Deckmantel des Human Genome Diversity Project werden weltweit die Gene vom Aussterben bedrohter Völker gesammelt. Dahinter stecken internationale Forscher, die eine Art genetischen Weltatlas erstellen wollen. Dieser soll die Erbinformation der gesamten Menschheit enthalten. Eine Art globaler Volkszählung? Oder eine riesige Datenbank für Pharmakonzerne, die damit Zugriff auf alle nur denkbaren Gene hätten? Doch man geht sogar noch einen Schritt weiter. Da die genetische Identität eines Menschen nicht patentierbar ist, greifen die Forscher zu einem Trick. Genetisches Material wird in Labors so modifiziert, dass es gar nicht mehr der Person zugeordnet werden kann, der es entnommen wurde. Und so auch keinerlei Ansprüche entstehen. Auf diese Weise sind heute bereits einzelne Gene oder sogar ganze DNA-Sequenzen dank des Patentrechts im Besitz großer Konzerne. Als ich noch klein war, kamen die Weißen zu meinem Dorf nach Tototobi. Sie haben allen am Arm Blut abgenommen und uns dafür kleine Geschenke, zum Beispiel Messer oder Taschenlampen, gegeben. Ich habe erfahren, dass dieses Blut immer noch in irgendwelchen Labors aufbewahrt wird. Unsere Leute, denen es gestohlen wurde, sind längst tot und leben in der Welt der Geister. Doch ihr Blut ist noch auf der Erde. Ich möchte es ihnen zurückgeben und es hier, wo sie geboren sind, in den Fluss schütten. Wenn Teile vom restlichen Körper getrennt werden, sagen die Ältesten, lebt darin die Erinnerung weiter. Und mit ihr der Lebensplan eines Menschen. Durch Trance-Rituale wissen die Indianer, dass die Identität ihrer Ahnen im eigenen Bewusstsein fortlebt. Und sie sind davon überzeugt, es zu spüren, wenn diese Essenz der Erinnerung manipuliert wird. Wo und zu welchen Zwecken auch immer. Die Yanomami sind sich inzwischen im Klaren darüber, dass der biologische und genetische Reichtum der Apotheke Regenwald ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung bisher unheilbarer Krankheiten wie Alzheimer, AIDS und Krebs leisten kann. Sie sind auch bereit zu geben, ihr Wissen zu teilen. Aber sie wollen es sich nicht hinterrücks stehlen lassen. Vielmehr könnte ein fairer Anteil an den Gewinnen der Pharmaindustrie dazu beitragen, die Wälder und die Lebensweise ihrer Bewohner zu erhalten. Fest steht, kein Wissenschaftler wird je das ökologische System des Regenwaldes so durchschauen wie die Indianer, die selbst ein Teil davon sind. Diese Liane zum Beispiel sieht aus wie jeder andere, kann jedoch bis zu 20 Liter Wasser speichern. Sie spielt nicht nur für den Feuchtigkeitshaushalt des Regenwalds eine wichtige Rolle, sondern dient auch als Quelle für durstige Indianer. Dieses Wissen geben die Indianer von Generation zu Generation weiter. Damit erhalten sie diesen einzigartigen Lebensraum, der sowohl ihr wie auch unser Überleben garantiert. Als Schamane seines Volkes kennt Davi nicht nur die Wirkung von Pflanzen, sondern ist auch Mittler zwischen Diesseits und Jenseits. Von dort bekommt er die eigentliche Kraft und Energie, Kranke zu heilen. Pflanzen helfen zwar gegen verschiedene Krankheiten, aber unser stärkstes Mittel ist der Schamanismus. Die Yanomami arbeiten zusammen mit den Hekura, sogenannten Hilfsgeistern, die gleichzeitig in der Brust des Schamanen, aber auch in den Wäldern der Geisterwelt leben. Sie werden aktiviert durch eine bewusstseinserweiternde Droge,
die aus verschiedenen Pflanzen hergestellt und zunächst wie Schnupftabak eingenommen wird. Später bläst man sie direkt durch die Nase in den Kopf. Da jede Krankheit in der Überzeugung der Yanomami durch einen Hekura ausgelöst wird, kann sie auch nur durch ihn wieder genommen werden. Die Hekura treten immer in Tierformen auf. Und auch die Schamanen werden während des Rituals zu Tiergeistern. Dieser Kranke hat ein Nierenleiden. Für die Yanomami heißt das, der Geist der stachellosen Shaki-Biene hat ihm die Nieren mit schwarzem Wachs verstopft. Er muss in der anderen Welt aufgespürt und bekämpft werden. Dafür begeben sich die Schamanen auf eine nicht ungefährliche, visionäre Reise, auf der ihnen viele andere Tiergestalten begegnen. Dabei werden sie mit negativer Energie konfrontiert, die schnellstens beseitigt werden muss. Je mehr sie von der Droge nehmen, desto tiefer dringen sie in die Geisterwelt ein. Die Welt der Geister ist ein Spiegel des Diesseits. Auch dort gibt es Wälder, die von unterschiedlichsten Wesen bewohnt werden. Der mächtigste aller Hekura, dem man auf so einer Reise begegnen kann, ist der Jaguar. Wer mit seiner spirituellen Kraft verschmilzt, hat die Stärke, den Geist jeder Krankheit zu besiegen. Der Kampf beginnt. Der Geist der Shaki-Biene wird eingeschüchtert und geschlagen. Der Jaguar hat den Schamanen ungeahnte Energien verliehen. Mit vereinten Kräften schaffen sie es, die Krankheit aus dem Körper des Patienten herauszuziehen. Alle Schamanen hier sind Absolventen einer Schamanenschule und haben ihr Wissen in einer mehrjährigen Ausbildung erworben. Jeder kann diese Fähigkeit erlernen, aber nur wenigen gelingt es, die Macht über die Hekura, die Hilfsgeister, auch zu behalten. Ist der Geist der Krankheit besiegt, wird er von dem Kranken möglichst schnell weggetragen. Symbolisch führen ihn die Schamanen an einem Stöckchen zur Mitte der Maloka, die als neutraler Bereich gilt. Dort legen sie ihn behutsam ab. Anschließend entfernen sie sich möglichst unauffällig, damit der Geist ihnen nicht mehr folgt. Dem alten Mann geht es besser. Anlass für ein Fest zu Ehren der Hekura. Alle machen sich hübsch. Ein Dankeschön für die Waldgeister, die ihre Kraft den Schamanen zur Verfügung gestellt haben. Die schwarze Farbe, ein Gemisch aus Holzkohle, Erde und Wasser, wird eigentlich für Kriegsbemalung verwendet. Doch in Kombination mit weißem Geierflaum gilt sie als festliches Gewand. Latexsaft liefert den Klebstoff. Vor allem die jungen Mädchen haben, wie überall auf der Welt, besonderen Spaß daran, sich anzumalen, zumal alle Feste immer auch ein bisschen Brautschau sind. Sie möchten das Interesse der Männer wecken und auf die eigenen weiblichen Vorzüge aufmerksam machen. In einer Art Festzug geht es zurück in die Maloka. Hier findet der Höhepunkt des Festes statt. Fast alle Urvölker sorgen mit solchen Dankeszeremonien für eine Ausgewogenheit zwischen ihrer Welt und dem unsichtbaren Reich.
Kein Baum wird gefällt, kein Tier geschlachtet, ohne eine Ehrerbietung an die Hekura. Die roten Federn des Ara haben magische Kräfte und ermöglichen es, mit den Geistern in Verbindung zu treten. Um an diese Federn zu gelangen, benutzen die Yanomami Pfeile mit stumpfer Spitze, damit die Vögel nicht verletzt werden. Denn kommt die Feder mit Blut in Berührung, verliert sie ihre Kraft. Blut ist ein Tabu. Ich bitte euch, gebt uns unser Blut zurück. Omam, unser Schöpfer, hat mir im Traum den Auftrag gegeben, es in den Fluss zu schütten. Das ist für mich das Allerwichtigste in meinem Leben. Die Yanomami haben eine alte Legende. Pelibo, der Mond, kam herunter auf die Erde und stahl ein Termitennest, um es zu verspeisen. Götter und Geister schossen mit Pfeilen auf ihn, bis Oman ihn schließlich in die Mitte des Leibes traf und sein Blut auf die Erde tropfte. Dieses Blut verwandelte sich in die ersten Menschen, die Yanomami.